Hamsport.de, mal wieder beim Fitnesstipp im Aktivita mit dem Chef des Hauses, Thomas Johann Peter. Er hat jetzt das Handtuch um den Hals, lässt aber die anderen arbeiten, wie immer eigentlich. Ja, aber falls mal der Tommy Lammers so ein bisschen schwitzt, kann ich eingreifen und ihm auch den Schweiß von der Stirn putzen. Denn das, was wir heute zeigen, ist richtig anstrengend. Ja, Thomas Lammers vom ASV Hamm-Westfalen in der Vorbereitung auf die eingleisige zweite Liga. Eine Übung, die man als Leistungssportler haben sollte? Ein Muss. Also es geht immer mehr dahin wieder back to the roots. Und Langhanteltraining ist das, wo wir alle mal mit angefangen sind. Und da kommen auch ganz viele Leistungssportler wieder hin. In den 80er Jahren hieß das noch bei den Olympischen Spielen, jetzt können wir gleich zum Stoßen und Reißen. Aber hier heißt das nicht mehr so. Nein, also die Begriffe haben sich geändert, aber letztendlich ist es das. Ja, das nennt sich jetzt Power Clean. Vielleicht kann Tommy mal vorführen, was wir hier machen. Eine Basic-Übung, die eigentlich für alle Sportarten wichtig ist, um Kraft und Schnellkraft zu entwickeln, um das aber auch umzusetzen aus dem Rumpf heraus. Und wir sehen hier, ja. Da geht es also nicht nur um das Anheben des Gewichts, sondern auch um die Schnellkraft, um das schnelle Umsetzen. Und wenn er jetzt gleich mal nach oben geht, dann haben wir also Power Clean mit dem Stoßen. Ja, dann sehen wir, wie auch ganz dynamisch dort gearbeitet wird. Also eine reine Kraftübung jetzt, die welche Körperteile ganz besonders forciert? Das sind alles Ganzkörperübungen. Wir wollen ja jetzt nicht nur einen dicken Arm trainieren, sondern die Handballer brauchen Beine und Arme. Aber wenn der Rumpf nicht stimmt, den trainieren wir hierdurch auch, dann kann man die Kraft auch nicht umsetzen. Und deswegen machen wir solche komplexen Übungen. Ja, es ist ja Thomas Lammers ja ein langer Kerl und durchtrainiert. Der arbeitet jetzt ja auch nicht zu Anfang mit 5 Kilo gleich, sondern er packt ein bisschen mehr drauf. Die haben das im letzten Jahr schon ein bisschen länger geübt. Insofern schafft er das auch mit ein bisschen mehr Gewicht. Wenn man jetzt anfängt, fängt man erstmal mit Technikübungen an, mit ganz wenig Gewicht. Okay, dann sind diese Übungen auch wichtiger, dass man sie vernünftig durchzieht? Oder sagt man, nee, da muss es 10 bis 20 Mal machen? Oder ist es viel wichtiger zu sagen, lieber weniger, aber die dann von Anfang bis zum Ende richtig durchexerziert? Ja, also wenig Wiederholungen, ganz korrekte Übungsausführung, das ist ganz entscheidend dabei. Und Gewicht entsprechend anpassen. Aber jetzt nicht mit 20 Wiederholungen, das bringt gar nichts. Man muss konzentriert sein, man muss maximale Geschwindigkeit aufbauen, man muss kompakt sein im Rumpf, dann kann man das machen. Aber wir machen hier Wiederholungszahlen zwischen 2 und 5 Wiederholungen ungefähr. Ja, jetzt hat der Thomas Lammers nur uns einmal was gezeigt. Jetzt könnte er einfach nochmal zum Ende, kann er uns das nochmal Power Cleaning nochmal zeigen, oder? Ja, der hält immer die Pausenzeiten ein, aber heute muss er mal ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, er schafft das, weil die Jungs sind schon ganz gut drauf. Ja, da tritt einer auf den Boden, Fitness Tipp beim Aktivita. Im Hintergrund sehen wir Thomas Lammers vom ASV Hamm-Westfalen beim Power Cleaning. Danke dir, Thomas Johann Peter. Wir machen gleich noch einen weiteren Fitness-Tipp.